Im Vatikan laufen die Vorbereitungen für die Trauerfeiern zum Tod von Benedikt dem 16. Gläubige auf der ganzen Welt gedenken des verstorbenen emeritierten Papstes. Seine letzten Worte sollen Jesus, ich liebe dich gewesen sein, wie argentinische Zeitungen berichten. Von Montag bis Mittwoch wird der gebürtige Bayer im Petersdom öffentlich aufgebahrt. Bis zu 35.000 Gläubige dürfen dann an den Tagen in der Basilika St. Peter im Vatikan teilnehmen. Donnerstag folgen dann die Trauerfeier auf dem Petersplatz sowie die Beisetzung in der Krypta unter dem Petersdom. Die Totenmesse wird der amtierende Papst Franziskus für seinen Vorgänger leiten. Und schauen wir damit nach Rom auf den Petersplatz. Alina Quast für uns dort vor Ort. Alina, ich wünsche dir auch erstmal noch ein gesundes neues Jahr. Wie ist das denn entsprechend gelaufen? Was weiß man denn über die letzten Stunden von Papst Benedikt? Die letzten Stunden von Papst Benedikt dem 16., die hat er in seinem Wohnort, seinem Wohnhaus, das ist ein frühes Kloster. Ich stehe hier vor dem Petersdom, dahinter fangen die Vatikanischen Gärten an. Da steht das frühere Kloster, dort hat er die letzten Stunden verbracht, im Kreis von Ordensschwestern. Auch sein langjähriger Weggefährte Georg Genswein war bei ihm, Erzbischof, beide kommen aus Bayern, und argentinische Medien berichten auch, dass nachdem er seinen letzten Atemzug getan hat, 10 Minuten später war auch der amtierende Papst, Papst Franziskus, bei ihm und hat gebetet. Was ist jetzt geplant in den nächsten Tagen? Wir können hier auch schon die Vorbereitungen sehen. Also hier werden jetzt auch schon Barrikaden aufgebaut, denn es wird mit vielen Menschen hier auch gerechnet. Denn morgen wird ja der Sarg aufgebaut im Petersdom. Das heißt, Gläubige können sich da auch noch mal persönlich verabschieden von dem früheren Papst. Am Donnerstag findet dann ja die Trauermesse statt, also die Beerdigungszeremonie. Und ja, das ist auch etwas ganz Besonderes, denn das gab es noch nie in der Geschichte der katholischen Kirche, dass ein Papst den anderen beerdigt. Also Papst Franziskus, der wird die Totenmesse leiten. Der Vatikan rechnet mit etwa 60.000 Gläubigen, die hier Abschied nehmen. Mal zum Vergleich, 2005 bei Papst Johannes Paul II., da waren hier etwa 1 Million Menschen versammelt. Nun ist es ja aber auch so, dass seit 8 Jahren ist er eben nicht mehr Papst gewesen. Wer ist noch eingeladen? Es sind wohl nur italienische und deutsche Delegationen eingeladen bislang. Und aus Deutschland wird auch der Bundespräsident anreisen. Alina, ich danke dir.